Hallo liebe Rasenfreaks, Update zur Bewässerungsanlage. Ja, Sonne ist rausgekommen, es ist ein bisschen wärmer geworden, vielleicht sind es 13 Grad. Diese tolle Bewässerungsbox, da spritzt es raus, also und der ist verspannt, ey. Das ist nicht gut. Da spritzt das raus hier. Ich habe einen Bock, diese Box noch mal auszubuddeln. Okay, so. Jetzt mache ich erstmal das Brett ab, da besser ranzukommen. Wird hier fein gebuddelt. Hier muss ich sie noch öffnen jetzt. Ich will sie da nicht trennen. Na, jetzt geöffnet. Und jetzt mit viel Schmackes rausreißen. So. Oh, shit, Kram. Wie machen wir das jetzt? Auskoffern. Hier so ist die neue Box. Fuffi. Auskoffern. Kies rein. Okay. Achso, den muss ich nochmal waschen. Gut, jetzt muss ich ihn kürzen. Dann die. Da muss man ihn kürzen. Möglichst nicht mehr in den Dreck rein. Anfasen. So, nichts reinfallen. Fetten. So, gut. So, die sind alle zu, die sind alle geschraubt. So, jetzt. Sehen noch alle gut aus. So, ich baue jetzt die Ventile ein. Nehme die neuen Steckverbinder, mache aber hier einmal Silikon drum und stecke sie einfach rein. So, jetzt weiter. So, Silikon drum. So, dritter. Silikon drum. Reinstecken. So. Jetzt die hier. Einfetten. Und reinfummeln. Das ist ein bisschen fummelig, aber eigentlich geht das ganz gut.
wenn ich nicht so weit weg wäre. Ah, oh, Mann. So. Also ich habe gelernt, dass das Beste es ist, erst den langen Rüssel reinzustecken. So, und dann den kurzen einzusetzen. Und die müssen völlig, ja, der läuft ganz smooth. Es darf auch später durchs Zuschütten darf da keine Spannung entstehen. Das ist eigentlich das Allerwichtigste, dass auf diesen Ventilen keine Spannung ist. So, sehr gut, nächster. So, die sind natürlich gerade schon mal eingefettet gewesen hier. Zack, reindrehen. Das funktioniert mit Abstand am besten. Den kurzen reinfummeln. Und dann, ja, das flutscht. Ah, das flutscht. Mann, flutscht das. So muss es flutschen. So, Klammern reinballern. Ah, wunderbar. Bei den letzten Klammern ausholen. Gut. Die noch einfetten. Und dann ist hoffentlich diese ganze Schose endlich wieder dicht, ey. Mann, ey. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. So, meine Frau macht jetzt den Hauptwasserhahn auf. Läuft die Kamera. Ja. Bisschen dichter ran. Sehr gut. Da, Druck. Druck. Bop, 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 bop. Druck ist da. Gut. Machen wir den auf. Läuft. Wer zu? Nein, nein, nein. Gut. Den auf. Gut. Der läuft auch. Alles gut. Scheint alles top zu sein. Da leckt er. Ups, da leckt er. Jetzt nicht mehr. So, ich fülle erst vorne was rein. Wow. Gut. Nicht schlecht. Ja. Und jetzt? Gut. Einen Sack noch.
Einen Sack packe ich noch rum. Einen Sack noch. So, und oben drauf kommt jetzt Sand. Und wieso? Wieso habe ich schon wieder dieses Zeug in den Schuhen? Mano. Das liegt aber gut. Oh, mein Messer. So, gut. Jetzt hoffen wir mal sehr, dass die Ventile nicht so stark verspannt sind. Gut. So, und da will ich jetzt noch eine Holzbox oben stellen. So, jetzt haben wir die Box fertig gemacht. The Box. Living in a Box. Wow, passt die gut. Nicht schlecht, Andreas. Nicht schlecht. Sehr schön. Morgen! Sehr schön. Ah, sauber. 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 Sieht gut aus. Jetzt haben wir hier vorne. Und sehr schön. Cool. Sehr gut. Fertig. Oh Mann. Ein bisschen Sand hier seitlich rein. Ein bisschen Sand hin. So, Sand dahinter. So, sehr gut. Oh. Gut. Gut. Fertig. Das war die Box, Freaks. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.